Autofokus. Zum Wohl. Auf die Überzeugungen. Ich bin sehr davon überzeugt. Von meinen Überzeugungen. Dass sie sehr überzeugend auf mich wirken. Ich bin ein Zeuge von dem Zeug, das ich als Überzeugung bezeichne. Wobei eine Überzeugung ist gar kein Zeug, es ist mehr eine Zeugung, die schon über die Zeugung hinausgeht. Weil sie ist überzeugt. Es geht über das Gezeugte raus. Das Gezeugte ist ja das hier. Und die Überzeugung, die steht drüber. Sie ist gar nicht wirklich. Sie ist nur eine Überzeugung. Das Zeug. Ja, was soll ich sagen? Soll ich jetzt irgendwie versuchen, in Worte zu fassen? Hey. Ja, nein. Meine Überzeugung ist es, dass ich meine Überzeugungen den Zeugen überlassen soll. Denn Jesus sprach für eure Sünden, brechet das Brot sowie den Leib nicht entzwei, weil es würde wehtun. Und ich bin nicht für euch gestorben, weil ich euch nie gekannt habe. Ich bin nicht auch nicht der Sohn des Vaters, den es gar nicht gibt. Trotzdem dürft ihr an alles glauben, was nicht wahr ist. Weil es macht sowieso nichts. Weil euch kennt keiner. Niemand interessiert sich für euch. Keiner will wissen, ob es euch gibt oder nicht. Das ist die große Freiheit. Ihr dürft von dem größten Scheiß überzeugt sein. Und alles glauben, was ihr wollt. Auch wenn ihr keine Wahl habt, irgendwas zu glauben oder nicht zu glauben. Denn ihr müsst einfach das glauben und von ihm überzeugt sein, was ihr glaubt, dass ihr das glauben könnt und wollt. Ja? Ist es jetzt klar? Schön. So. Schon wieder schön geschaut. Schön geschaut. Zum Wohl ihr nochmal. Umpfel.